Christina Luft ist bei Let's Dance, geheimes Bella Boy Teammitglied. Kommt sie noch einmal zum Einsatz? Im vergangenen Oktober, lang bevor klar war, wer an der 16. Staffel Let's Dance teilnimmt, erklärte Christina Luft, 33, dass sie gern mal mit Kunstturner Philipp Boy, 35, im großen RTL-Tanzwettbewerb antreten möchte. Tatsächlich ist Boy in diesem Jahr Kandidat und hat es sogar bis ins große Finale geschafft, allerdings mit Profitänzerin Patricia Ionel, 28. Während Luft mit Sternekoch Ali Güngör Müs, 46, bereits ausgeschieden ist. Let's Dance. Christina Luft war Philipp Boys Tauschpartnerin, doch Luft kam trotzdem zum Zug. In der Partnertauschfolge durfte sie endlich mit Boy tanzen. Bei den Trio-Tänzen im Let's Dance Vierteilfinale unterstützte sie Team Bella Boy. Kommt sie im großen Finale wieder zum Zug? Auf Instagram bot sie Philipp Boy an, für ihn beim Paso Doble einzuspringen. Doch was steckt dahinter? Aktuell probt Luft offensichtlich wieder für ihren Auftritt beim Schweizer Tourneetheater, das Zelt. Beim Training stellte sie schnell fest, wie anstrengend Akrobatik sein kann. Entsprechend ihr Hilferuf an Boy, der sich in diesem Bereich ja bestens auskennen sollte. Und das war nur das Aufwärmen, richtet sie ihr Wort in einer Instagram-Story an den Kunstturner. Was sagst du? Ich springe dann für dich bei deinem Paso ein. Ob es dazu kommt, darf gezweifelt werden. Allerdings werden wir Luft, die bereits im Halbfinale wieder in einem fulminanten Opening zu sehen war, definitiv im Finale wiedersehen. Denn in der letzten Runde treten alle bereits ausgeschiedenen Tanzpaare noch einmal als Showacts auf. Let's Dance. Anna Ermakova ist Favoritin im Finale. Wer den Titel Dancing Star 2023 gewinnt, werden am Ende Anna Ermakova, 23. Julia Beautix, 23, und Philipp Boy unter sich ausmachen. Die Konzepte für den finalen Freestyle liegen RTL bereits seit einigen Wochen vor. Wir sind gespannt, was wir im Finale zu sehen bekommen. RTL zeigt den großen Abschluss der 16. Let's Dance Staffel am kommenden Freitag, 19. Mai um 20.15 Uhr.